einen Schluck trinken. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Let's Play Deponia 1. Wir sind immer noch hier in diesem warte, warte, wenn ich mal hier kurz rüber gehe. Und dann hier wieder, wir sind im Candy Shop. Wir sind im Candy Shop. Dort, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Pucki habe ich noch nicht angeklickt. Und wir haben Zuckerwatte gekriegt. Was für ein Geschmack war das? Ich hab's vergessen. Phosphor. Es leuchtet doch im Dunkeln, Danach kann oder? man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Nee, nicht essen. Ich wollte. Jetzt hat das gegessen. Naja. Nicht, dass er leuchtet oder so. Wir haben Phosphor auf jeden Fall. Aber muss man Phosphor nicht irgendwie anleuchten oder so? Ja, ne? Geht doch. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Cool, da war ein Münzkor. Jetzt leuchtet der. Ich möchte den gar nicht essen. Aber ganz ehrlich. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Oh, hat sich nichts geändert. Schade. Okay, nochmal. Herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Ja, wir haben Phosphor. Genau, habe ich auch schon gesagt. Lichter, ja. Was habe ich nicht gesagt? Achso, wir müssen in den nächsten Raum. Stimmt ja. Hey! Eingangshalle. Ja. Hatten wir schon alles. So. Mal gucken hier. Das ist Beleuchtung. der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Da hast du recht. Da spricht man aus Erfahrung, wenn man die ganze Zeit Energy Drinks süppelt wie aus Eimern. Mosaik, Musikscheibe. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oh Glaub nicht, lala. ohne Licht kann man kaum was erkennen. Kann ich da meine Phosphorstange hinhalten? Was? Die Watte leuchtet immer noch nicht hell genug. Ich sollte das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Eine Taschenlampe? Nische. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Du bist doch wirklich behindert. Mann, nichts gegen Behinderte. So jetzt. Das Mosaik zeigt lauter Ja. kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Ägypten. Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Oh. Kann ich es mitnehmen wieder? Ja, ne? Ja. Da geht's zum Turm. Aber zum Turm will ich noch nicht. Ja, zur Bahnhofshalle. Poki. Weißt du was? Hier ist sonst nichts, also kann ich mal Poki ansprechen. Youth Style, you know nothing about Youth Style, sang einmal ein berühmter deutscher Poet Was? mit schlechtem amerikanischen Akzent nach seiner Begehung von Barcelona, was die Barcelona ebenfalls Barcelona aussprechen, Barcelona und nicht Barcelona, wie man vielleicht denken mag. Nach dieser kurzen sprachlichen, ja, ich mag den Jugendstil in Gebäuden, in der Architektur. Und deswegen war meine Vorstellung, der hatte irgendwie diese versunkene Stadtoptik. Ne? Ich meine, wir befinden uns hier in einem Gebäude, das von außen aussieht wie irgendwie so ein Bunker, so ein eingestürzter. Von innen ist es ein wunderschöner Jugendstilbahnhof. Und ja, das ist auf meinen Mist gewachsen, dieses Ungleichgewicht. Justa. Rapture? Oh, apropos Rapture, ich muss ja noch Bioshock spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich freue mich auch so riesig drauf. Bioshock wird toll. Was war denn das gerade? Eine Lampe. Das einzige Licht hier hinten.
Hier ist wieder so eine Musikscheibe. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Also ja, dann machen wir mal die Klappe auf. Da war was. Musikstein. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Interessant, dass ich das Ding gesehen habe, weil es so klein ist. Denn ich übersehe ja mal gerne solche Sachen. Und danach hänge ich mal so gefühlte 5 Stunden an einem beschissenen Rätsel. Scheiß Schien. So, jetzt mal gucken. Was sieht man jetzt? Das Mosaik zeigt, ja, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Ah, Grilldonnerstag. Okay, dann ist verständlich. Bei Huch. Mach die Klappe auf, ich will meine Zuckerwatte wieder haben. Hallo? Hier so. Mit der Lampe kann ich nichts anfangen. Ach, schon wieder was Verdrecktes. Wie, ich muss es sauber machen. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Sag mir jetzt nicht, ich muss es sauber machen. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Ja, habe ich auch mal gehört. So, oh, hier sind Steine. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Typisch Rufus. Kann ich damit jetzt irgendwie... Das Einzige, was mir einfällt, was man kaputt machen kann, deswegen... Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Ah, eine Zwille. Oh ja, eine Zwille, eine Zwille, eine Zwille, eine Zwille. Fahrstuhl? Möchte ich da hin? Wo ist denn das? Eine Uhr? Uhr? Kontrollen? Plattform? Was ist das? Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Öltankklappe kann ich nur benutzen, nicht angucken. Und putz, ich, ganz ehrlich, ja, ich habe das Spiel, ich habe mir jetzt das Spiel gekauft, ja, ich spiele einen Typen, der total faul ist, total lässig ist, wie kommen die auf die Idee, dass ich putzen soll? Hallo, ich putze schon zum dritten Mal etwas, die Fensterscheibe des Autos, so, nur so ein Spiegel und jetzt dieses Ding, hallo, ich möchte mein Geld zurück, mir wurde hier Spaß und Action versprochen, keine Putz-Action hier, das ist doch wirklich... Oh, es ist wirklich Schande, Eimer. Man sollte immer einen Eimer in der Manteltasche haben. Ja, hat er recht. Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Rufus hat die Seife aufgehoben. Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Ein Mob? Du kannst damit in die Disco gehen. Ich nippe wieder vor meinem Kaffee. Es ist übrigens 8 Uhr morgens und ich bin seit 4 Uhr morgens wach. Es ist ganz toll. Ein Kieselstein. Ein Stein. Fehlt nur noch das... Achso, okay, das hatten wir schon. Ein Stein. Aha. Ein Stein. Hier haben wir eine Kontrolle. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Ach ja. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Du bist doch wirklich ganz ehrlich. Bringt nichts. Ich brauche das Passwort. Was ist das Passwort? Wenn es nicht Rufus ist, dann muss es Sufure sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ist hier irgendwas noch? In Chaos of Deponia, also Deponia 2, gibt es ja so Sachen zum Entdecken. Darauf freue ich mich ja schon. Und ich werde jetzt schon versprechen, ich werde alle finden. Hehe. So, jetzt hier, ich brauche Wasser. Muss nicht erst was in den Eimer? Wasser oder so? Was? Wasser? Nein. Wer hat dir so einen Quatsch erzählt? Wasser. Wasser, du bist, was du isst, ey. Jetzt.
So, vielleicht finden wir hinten Vasa zum Turm. Ja. Tonne mit Vasa. Aber das sieht nicht mehr aus wie Vasa, sondern eher nach... Oh, Schnabeltier. Schnabelkuscheltier. Oh. Wie bescheuert. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Hey, damit kann man ganz viel anstellen. Hier ist eine Kurbel, die kann ich nur mitnehmen, was eine Hupe. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Was? Was macht ihr auf der Motorhaube? Was? Kofferraum? Was ist hier noch? Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. War das nicht ein Vergnügungspark für Kinder? Ich hol mir mal Wasser. Na komm, hol Wasser. Jetzt, grünes Wasser ist immer das Beste. Schaumig. Mob. Ah, yeah. Na komm, jetzt zum Eingang wieder. Und, so. Und jetzt muss Rufus sauber. Kann ich nicht eigentlich... Vielleicht geht's ja so sauber mit dem Stein. Wer ein Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Ja, hat er recht. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich auch nicht. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Wow, aber das macht er gut. Mist, der Wischmob ist zerbrochen. Gut ist relativ. Na, so ein Jammer aber auch. Jetzt haben wir nur einen Mob. Mit P geschrieben. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Finde ich super. Hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Kommt sofort. Ich wollte gerade vor meinem Kaffee trinken. Jetzt hier hast du Licht, mein Freund. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau, was? Ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Ja, das war ja klar. Mist. Geschichte von Deponia. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ich hab doch Stück Scheibe hier. Zabalot, der Stein hält nicht. Und nun? Es klappt. Lecker, lecker. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahne. Ja, da, wo ja. Und ja. Ja, huch, hat er etwas Neues gesagt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Poki! Erst mache ich mal das Rätsel. Ah, da ist Kaugummi dran. Okay. Und hier ist was drauf gekritzelt. Kann man die... Ah, jetzt muss man die auch noch drehen. Ach du Scheiße. Was? Das war doch richtig, ja. Hallo? Hier siehst du, das ist doch 1 zu 1. Oh Mann. Ah, ja, so. Weißt du, hier ist 1 zu 2, ist noch besser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich war nie gut in sowas. Nee. Ich fange mal mit den Rändern an hier. Ist hier irgendwo eine Ecke? Yay, das passt. Und das kommt da rein. Na, ey, das ist nicht wahr. Jetzt. So. Hab ich noch was? Oh, nicht. Hallo. Und so. Passt. Ich bin gut. Hallo, das ist gut. Da kommt das irgendwo hier hin. Das ist wirklich... was zur Hölle? Wie ist denn das? Nope. Ich ja wirklich jetzt,
nicht mein Fachgebiet. Es kommt hier hin. Nein, nicht. Okay, dann halt nicht. Toll. Ich bin überfordert. Ich war nie gut in sowas. Kommt das hier hin? Nein. Ah gut, das war auch, das hat man auch gesehen. Komm. Das kann, ja, ja, hey, das war doch gut, hallo. Siehste, guck mal hier, das sieht doch gut aus. Das sieht sogar super aus. Hallo. Okay, das sieht besser aus. nein, doch. Nein. Na, weg damit. Oh, auf gar keinen Fall. Außer, nein, 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 okay. Überhaupt nein, um Gottes Willen nicht. Das hier? Nein, auch nicht. Gut zu wissen. Okay, das hatten wir schon vorhin. Oh, Mann, Mann, Mann. Nein. Weg da. Ach, du Scheiße. Ah, das sieht gut aus. Ja, Mann. So muss. Also, ich erkenne gar nicht, was das sein soll. Die Farben sind zu dunkel. Grün, grün. Ah, das na, ja, warte, so. Nee, es geht hier überhaupt nicht. Ach, du Scheiße, was soll ich da? Um Gottes Willen hier, was ist denn das? Ja, wo muss ich? Das muss bestimmt irgendwo in die Mitte. Oh, ach du Heilige, ach du Heilige. Ich bin überhaupt nicht gut in sowas. Oh nein. Na, nein, nein. Wo könnte das? Ich weiß noch nicht mal, wo das hin könnte. Nein, nein. Hatte ich das nicht schon? Es sieht auch sehr scheiße aus. Nee. Das da, das da, das da. Nee, das passt hier nirgendwo rein. Jetzt wird es irgendwie heller. Oder das wird doch heller, oder nicht? Heller entwehen, was? Nee, das war was anderes. Vera war das. Nein. Da passt überhaupt nichts rein. Ah, stopp, das ist da. Na? Jetzt. Was? Oh, rein da. War das richtig? Nein, war das richtig? Natürlich war es nicht richtig. Was erwarte ich denn nur? Das ist ja wirklich... Ah, das ist gut, das ist gut, das ist wirklich gut. Ach, du Heilige. Nee, das passt überhaupt nicht. Um Gottes Willen. Na, das passt. Nicht, okay. Wenn du nicht willst, ist deine Entscheidung. Na, das war hier. Nee. Hey. Mein Gehirn ist überfordert. Das da vielleicht hier. Ach du Scheiße, es ist. Bin ich der Einzige, der sich gerade so doof anstellt bei dem Ding, oder? Was zur Hölle? Ah! Na, stopp. So. Siehst du, das muss passen, das ist klar. Nein, da, stopp, das da. Die Idee war gut. Die Arme waren zu kurz. Die Idee war gut, die Steine waren zu beschissen. Ah, so. Was muss ich in die Mitte? Nee. Der da. Ja, Mann, so muss. Was kommt da rein? Ich brauche irgendwas. Sowas. Ja. Ich wusste doch, grün muss man mit grün verbinden. Ich hatte nur das falsche grüne Ding. Ach du Heilige. Was muss hier hin? Aber das hat doch so einen Strich an der Seite, hallo?
Ja, was ist das für ein Passwort, bitte? Oha, ich bin schon bei 20 Minuten. Ach du Scheiße. Das darf man ja keinem verraten. Ja, das ist gut, das ist gut. Oh, 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 oh. Oh, ja, passt. Nein. Hä? Nö. Hier. Ja, passt. Ja, Mann, so muss. Wie viele Möglichkeiten gibt's denn? Dass das da reinpasst? Nein? Nein? Ja? So, und Poki. Ich habe noch einen Stein übrig. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Red lauter. Da ich mit dieser Meinung aber nicht unbedingt die mehrheitliche Meinung vertrete, aber weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine große und wachsende Fraktion, oder vielleicht auch schrumpfende, ich weiß es nicht, wie sich da die Grenzen bewegen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Fraktion von Leuten, die Minigames auf den Tod nicht ausstehen können und sagen, am besten weg mit dem ganzen Mist. Und extra für die, da habe ich so, um denen halt einmal freundschaftlich zuzwinkern über die Schützengräben und echten Nasen der Belagerung hinweg. Weil es herrscht ja Krieg zwischen den beiden Fronten quasi. Die Minigamer und die Nicht-Minigamer bekriegen sich. Wer hat wohl die besseren Waffen? Genau, wollte ich ein Augenzwinkern hinüberwerfen, auf jeden Fall zwischen diese verhärteten Fronten. Und zwar, indem ich mal so richtig den Spieler ein Minigame kaputt machen lasse. Ich habe das schon vorher mal probiert bei Whispered World, siehe Audiokommentar dort. Ich werde es auch noch später probieren, siehe Audiokommentar von Chaos of Deponia beim nächsten Spiel. Aber hier mache ich es eben auch, Minigames kaputt machen. Das kommt in Mode. In der Zukunft wird jeder mindestens ein Minigame kaputt machen. Wir dürfen also ein Minigame kaputt machen, dort wo gerade Kaugummi... Das ist auch total logisch, ne, dass das hier irgendwie... Ah, das kommt doch so ran, ne? Theoretisch kommt das so ran. Und was ich sagen wollte... Nee, das kommt hier... Hä? Kommt das irgendwie überhaupt irgendwo rein? Naja... Ich muss auf Chaos of Deponia drauf achten, welches Minigame wir kaputt machen. Nicht, dass er uns angelogen hat oder so, der Schuft. Müssen wir drauf achten, gemeinsam. Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Ja, vielleicht klappt's dann. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Na, warte, und jetzt. Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Versuch's mit quer. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Och ja. Fahrstuhlcode. Repariert eindeutig. Geheime Männer. Ja, hier steht noch nicht mal was drauf. War da nicht immer ein Name, was man da sieht? Naja, zurück. Sicherungskasten. Was ist denn das? Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Sie würde es auch alle sehen. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Direkt probieren, weißt du, nachdem er es aufgehoben hat. Oh, was ist denn das? Das System rebootet? Und? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. Rufus? Das war so klar. U-S. Yay, okay, Poki. Und wir gehen tiefer in den Bahnhof hinein. Und je tiefer wir kommen, desto weniger sehen wir. Nein, desto mehr sehen wir. Denn hier haben die zukünftigen Elysianer bei ihrem Aufbruch nach eben Elysium tatsächlich noch ein architektonisches Kunstwerk hinterlassen, inklusive der schönen Mosaike. Wann die entstanden sind, weiß kein Mensch. Aber es sind die Szenen des Aufbruchs nach Elysium tatsächlich dort schon abgebildet. Es scheint keinen Sinn zu machen, aber
Man kann sich gut vorstellen, wie die zurückgelassenen Glasbläser und Tiffany-Glas-Kunsthandwerker, wie nennt man das? Keine Ahnung. Dass die aus lauter Frust darüber, dass sie nicht mitgenommen wurden nach Elysium, dass die hier diese Kunstwerke im Fensterglas hinterlassen haben und ihren ganzen Zorn über diesen empörenden Aufbruch und die Nichtmitnahme nach Elysium hier hinterlassen haben. Und so ist uns vergönnt, als Spieler hier ein bisschen Hintergrundgeschichte über Deponia und eben auch Elysium aufzusammeln, nachdem man fein säuberlich die Mosaike geputzt und beleuchtet hat. Oh, jetzt habe ich das Rätsel verraten. Verdammt. Nachdem man hier fein säuberlich und natürlich musste ich mir da was ausdenken, weil ich hatte keine Vorgeschichte ausformuliert, aber ein wichtiges Ritual auf Deponia ist scheinbar auch der Grill-Donnerstag. Ja, finde ich gut. Grill-Donnerstag immer gut. Warum es ein Donnerstag ist, weiß keine Sau. Warum nicht Wochenend-Grill oder so? Es ist doch, dann kommt jeder zusammen. Dieses Geräusch, ne? Naja, prüfen wir uns Bucky hier nochmal an. Ich glaube, das ist der letzte, ne? Also für die Screens, die wir bis jetzt gesehen haben. Sonst haben wir alle Screens durch. Nee, außer das da am Wasser. Das war aufregend. Nach dieser spannenden Mein-Bike-Hatz durch die Schrottminen Deponias sind wir jetzt an der unteren Aufstiegsstation angekommen und befinden uns hier im Candy-Shop des alten, verlassenen Bahnhofgeländes vorm Aufstiegszoll. Rufus hat Goal auf ein Bett aus Rosen gebettet. Es war Rosenkohl. Rosenkohl. Ja, Rosenkohl. Bin ich wochenlang nicht mehr losgeworden. Wie dem auch sei, Rosenkohl. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Trotzdem ernähren wir uns hier natürlich dem spannenden Showdown des Spiels so langsam. Und ich fand das tatsächlich inhaltlich immer ganz spannend zu sagen, dass dieser verlassene Jugendstil-Bahnhof, also wir haben halt irgendwie versucht, diesen ganzen Bahnhof so ein bisschen Art Deko und Jugendstil-mäßig zusammenzukleistern aus unterschiedlichen Komponenten, dass da halt auch irgendwie noch Spuren des alten Wohlstands und die ersten Anleihen an die elysianische Architektur zu sehen sind und dass die Elysianer natürlich halt auch ganz exquisite und leckere High-Society-Süßigkeiten zu sich genommen haben, zum Beispiel Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack oder Rosenkohl. Ja, oder aber auch Sardellen am Also es gab diverse kulinarische Leckereien und so schön ist jetzt Rosenkohl ist gesund. Es ist eine schöne Sache, wenn ein Mann einer Frau Rosenkohl schenkt, dann ist das ein Zeichen von, wir machen mal weiter. Das ist ein Zeichen von kommt heute Abend auf den Tisch, Vibe. Ja. Damals, ach schön. Ja, und die Folge hört wohl dort auf, wo sie angefangen hat. Tja, wir haben nichts erreicht in dieser Folge. Wir sind genau wieder in diesem Screen gelandet. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und dann geht's wohl auch storytechnisch weiter und nicht vergangenheitstechnisch, Story-vergangenheitstechnisch, sondern zukunftstechnisch mit der Story, wenn du weißt, was ich meine. Was? Ich habe selber nicht mal verstanden, was sie genau gesagt hat. Deswegen, wenn du es verstanden hast, bitte sag's mir. Damit ich auch weiß, was ich gesagt habe. Ich trinke mal von meinem Kaffee. Der schmeckt wunderbar kalt. Nam, nam, nam. Naja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Mal gucken, was dann passiert. Es wird spannend.